Selam değerli canlar. Selam değerli canlar. 15 yaşında 16 kiloluk dev çocuk. Bak abilerin, ablaların, akrabaların. Senin için dünya ayaklandı, yürüyor. Die Gebete im alevitischen Gotteshaus, dem Cemevi, enden mit dem Ruf Allah Allah. Draußen drängen sich Tausende. Niemand kann sie zählen. Von überall her sind sie gekommen. Mit städtischen Bussen, soweit diese fahren konnten, angesichts der Menschenmengen auf den Straßen. Den Rest des Weges zu Fuß. Istanbul nimmt Abschied von Berkin Elvan, der seinen 15. Geburtstag im Koma erlebte, bevor er nach 9 Monaten starb. Er wog zuletzt nur noch 16 Kilo. Niemand hat jemals versucht zu ermitteln, welcher Polizist sein Leben auf dem Gewissen hat. Berkin wurde am 16. Juni 2013 während der Gezi-Park-Proteste aus kurzer Entfernung von einem Tränengaskanister am Kopf getroffen. Er war nicht das einzige Opfer. 7 Menschen kamen bei den Protesten gegen den autoritären Führungsstil von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan durch Polizeigewalt ums Leben. Viele andere wurden schwer verletzt. Ich gab die Befehle, sagte Erdogan damals stolz und pries meine heldenhafte Polizei, die in Zukunft noch viel härter gegen diese Plünderer und Terroristen vorgehen werde. Die alevitische Gemeinde Karlsruhe fordert die Aufklärung des Todes an Berkin Elvan und ruft zur Demonstration gegen die Polizeigewalt in der Türkei und auf der ganzen Welt auf. Arkadaşlar, yola sarılmış. Araba.